started. Hallo, ihr lustigen Mordsteinsammler da draußen und herzlich willkommen zurück hier bei Mordheim, City of the Damned. Wir looten. Wir sind immer noch mitten in einem Gefecht. Wir sind immer noch mitten in einem Gefecht und ich muss so langsam aber sicher auch mal aufpassen. Denn wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen noch 2 Mordsteine. Das wird schwierig, diese Mordsteine zu sammeln. Weil wir halt eigentlich gerade eben schon dabei sind, einige Ratten richtig böse zu klump zu hauen. Und oh Gott, irgendwo war der Rattenoger gesichtet. Wo? Oh Gott, da oben. Da oben. Dinge, die Mörb gar nicht glücklich machen. Was ist das hier? Keine Ahnung, ich will's haben. Ich laufe dahin. In der verzweifelten Hoffnung, dass ich in der nächsten Runde hier nochmal hochlaufen kann oder unten laufen kann, je nachdem, um zu gucken, wo sich dort was befindet. Also mit Bezug auf Gedöns. Zum Looten. Morstein. Wir verstehen uns. Boah, ja, hau halt, Vampiri. Ach, du ahnst es nicht. Okay, dafür musst du jetzt leiden. So. Weil das war nicht gut. Dinge, die ich nicht gut finde, sorgen dafür, dass ich jemandem Schmerzen bereite. Denen zum Beispiel. Er weicht aus. Okay. Zack. Jetzt ist Vampiri verletzt. Ich möchte keine verletzte Vampiri. Das ist meine Vampiri. Ich mag meine Vampiri so, wie sie ist. Wage es nicht, auf Vampiri zu hauen. Du blöder Dreckswutz. Okay, wir haben eine Vampiri verloren. Ich hasse es. Ich hasse es. Ey, es ist doch kein. Das ist doch. Der hat immer noch Schaden am Start, ey. Was stimmt denn da nicht? Es wird weniger. Ey, ohne Witz, die arme Vampiri schon wieder auf die Fresse gekriegt. Ich wette, sie ist schon wieder tot und wir haben 1000. Irgendwas einfach so zum Fenster rausgeworfen. Und wahrscheinlich auch das Buch, das wir gesammelt haben. Ich ahne es. Ich ahne es, dass irgendwas Böses schon wieder im Schild geführt wird hier. Kleiner Dreckiger. Wo wir gerade bei kleinen Dreckigen sind. Ich verfehle ihn. Zack. Und das Gute ist, sie kann gerade eben nicht gelootet werden in dieser Situation. Und jetzt gehen wir noch in die Ausweich, in die Parierhaltung, meine ich. Ey, krittet er sie einfach so weg, ey. Und natürlich parieren wir auch gar nicht. Es steht auch einfach nicht dran, warum wir nicht würfeln dürfen. A new round has started. Ach Gott, ich bin einfach gerade so semi-begeistert. Ah, das könnte auf jeden Fall wertvoll sein. Objectives updated. Gott, ey, ich habe einfach nicht genug Zeug. Ich muss mit irgendjemand Vampiris Morstein einsammeln. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ich habe irgendwo hier in der Nähe noch Morstein gerochen. Entweder da oben, aber da ist der Rattenoger, oder ich gehe einfach nach rechts unten. Das sieht sehr viel sicherer aus. Der Mordstein hier könnte es sein. Ich schaff's halt einfach leider nicht rein. Rattenoger wuselt rum. Mit ihm gucken. Ja, Bollo. Gleich richtig gelegen. Ach komm jetzt. Ich hab draufgeklickt. Und komm, klicke die Klick. Objectives updated. Eieieiei. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, das war der einzige. Wir haben's abgegrast. Wir brauchen noch 2 und diese 2 hat Vampiri. Oder hatte Vampiri, besser gesagt. Was mache ich jetzt? Ach, immer noch diese Scheiße hier. Ich werde es gleich verzögern mit dem Dicken. Weil nämlich ansonsten. Wenn ich jetzt hier einen Schlag lande, dann haben wir gewonnen.
Gesetzesprobe erfolgt. Warum weicht der Typ nicht aus? Ja, hau uns halt. Was? Ey, jetzt ist es nicht mehr witzig. Das ist nicht mehr witzig. Der hat viermal um sich geschlagen. Ich find's extrem gut, wenn du ihn jetzt einfach ausschalten könntest. Komm, ein epischer Schlag. Oh. Ich verzögere. Töte es. Ach, come on, ey, diese scheiß Ratte, ey. Es ist mir jetzt egal, es soll sterben. Er weicht zweimal aus. Der hat dieses Entrinnen-Scheiß gedöns. Boah, weg damit. Unglaublich. Ich bin gerade sauer auf das Scheißvieh. Ich verzögere. Ach nee, der ist jetzt dran. Ach scheiße. Ich kann nicht looten. Ah nein, ich... Oh, jetzt klicke ich auch noch falsch. Jetzt klicke ich auch noch falsch. Oh, nein, wir haben es nie geschafft. Oh. Ich hasse es. Es ist einfach nur blöd. Your performance has validated the trust Count Vlad has placed in you. Demonstrate your loyalty and enjoy the favor of the Von Karstein. Ja, ja, laber du nur. Leichte Verletzung, ist klar. Fantastic. Er hat ein Level up. Und Vampiri? Ach, Gott sei Dank, vollständige Genesung. Oh. Ey, ich hatte echt gedacht, sie ist so gut wie tot, ne? Boah. Okay. Ja, war jetzt leider kein epischer Sieg. Wurmt mich. Bestätigen. Bestätigen? Haben wir wieder irgendeinen Verletzten wegen den Crits? Dann gehst du einfach wieder dahin. Ja, ansonsten kann ich gerade nicht so viel machen. Geld fehlt noch, wir gehen in den nächsten Tag. Market stock has been replenished. Oh, das ist interessant, das schauen wir uns an. Was? Hä? Hä? Das ist doch ein Bug. Wir haben einen Bug. Ich verkaufe jetzt diese scheiß Armbrustpistole. Market stock has been replenished. Es ist einfach mal nix drin. Es ist nix drin. Ist klar. Hallo Spiel. Hallo Spiel. Ich kann machen, was ich will, ne? Das finde ich mal toll. Das ist mal ein Market Stock, der sich gelohnt hat. Ich verkaufe gerade eben jetzt hier als Übersprungshandlung, weil ich das nicht so ganz fasse, was da gerade eben hier passiert. Äther-Elixier interessiert mich nicht. Ach nee, warte mal, davon habe ich ja vier. Brandbomben könnten wir mal mitnehmen, theoretisch. Heiltrank, klebriger Schlick. Nee, ist klar. Gegengift, weg mit. Fokustrank, weg mit. Ach, ich habe zwei davon. Ja, auf einmal haben wir 1000. Guckt euch das mal an. Ich könnte mir ein eigenes Zeug jetzt wieder zurückkaufen. Gegenmittel können wir auch verkaufen. Alraunenwurzel. Purpurschatten. Ey, eventuell haben wir gleich genügend Knete zusammen. Und Gretas Segen in Blau, ist klar. Ja, es wird nicht ganz reichen. Aber ich brauche die normale schwere Rüstung nicht, weil ich habe jetzt diese anderen schweren Rüstungen. Ich brauche nicht so viele leichten Rüstungen. Eine Irrenersatz reicht völlig. Ich brauche keine so viele helle Barden. Und Helme! Wieso habe ich so viele Helme? Kann ich 6 Stück verkaufen? Schilde habe ich auch sehr, sehr viele. Man sollte das hin und wieder mal ausmerzen. Ja, Dolche braucht man eh nichts. Die braucht man wirklich gar nicht in dieser Menge. Standardmäßiger Glücksbringer. Ich habe so viele blaue. Ein Buchmanns Bier. Noch ein Gegenmittel. Okay, 1185 haben wir jetzt angesammelt. Das ist eigentlich sehr gut. Ich raff's immer noch nicht. Wenn ich jetzt nochmal drauf gehe... Nö, das ist nur mein eigenes Zeug, das ich da jetzt gerade reingehauen habe. Ich verstehe nicht, was da gerade eben passiert. Das habe ich noch nie gehabt, ist für mich völlig neu. Das ist definitiv irgendwie ein Bug. Ein ganz böser Bug. Okay, kleinere Warband.
alles halb so schlimm. Wir gehen weiter. Durchschnittlich hoch, aber schwer. Ich mache das hier mit hoch und schwer. Ich glaube nicht, dass wir das Götzenbild bekommen. Ich habe es bis jetzt erst ein einziges Mal geschafft, es wirklich zu erobern und zurückzubringen. Ja, ja, Intercept, 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 wir kennen das Spiel. Wo ist das ganze tolle Zeug? Da drüben, ziemlich zentral. Wir haben hier wieder vier Stellen. Wir haben jetzt eine Zweiergruppe und wir haben jetzt eine Dreiergruppe. Wo will ich ihn hinpacken? Nee, das gefällt mir nicht. Da will ich ihn haben. Das finde ich in Ordnung. Das finde ich in Ordnung. Vampiri da dazu und er zu dem Dicken. Gut. Schauen wir mal. Da vorne ist auf jeden Fall gleich schon mal hypothetischer Loot. Den wir jetzt auch einfach nur ganz hypothetisch finden müssen. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, einfach mal da hochzuklettern. Ich gehe mal hier wieder zurück und wähle hier den Aufstieg. Und das war auf jeden Fall schon mal keine dumme Idee. Denn da haben wir etwas sehr Schönes. Also grünes, giftiges. Es ist ein Moorstein, ein Klumpen. Lumps. Jawollo. Überfallhaltung. Wenn man die Runde beenden, wird eh keiner auftauchen hier. So, dann, er wird... Ach, du Scheibenkleister. Ein Kriegspriester steht gleich mal da drüben. Auf der anderen Seite, wir können ihn von hier aus sehen. Dann gehe ich in die Richtung. Der Zombie hat Angst. Ja. Wir gehen einfach grob in die Richtung. Ich möchte den Moorstein, der irgendwie da dahinter versteckt sein sollte. Ich kann ihn nicht mal erschmulen. Okay. Kann ich nicht. Ich habe schon wieder vergessen nachzugucken. Achso, ich weiß jetzt, was dieses Draufgänger tut. Das habe ich schon vergessen, weil, dass ich es gelesen habe und was es tut. Ich bin manchmal unglaublich von mir selbst fasziniert. Ah, bist du das vielleicht? Oh, eine unbekannte Formel. Yes. Genau sowas suchen wir. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Da liegt ein Fragment rum. Das fasse ich nicht mal mit der Zange an. Vampiri hat Niveau. Niveau, sie hat Niveau. Und da kommt schon was. Uneingeladen. Ohne Warnung. Lassen wir es jetzt anstürmen. Guck, guck, komm her. Tja, dann werden wir den schon mal los. Freiwillige vor. Siegwart ist ein sehr freiwilliger. Er ist darüber hinaus auch noch Nudist, wie wir sehen. Und besucht offensichtlich sehr, sehr häufig den Friseur, denn mit den Haaren... Oh, er hat jetzt 4 Attacken. Geil. Ja, das muss ja wehtun, Herr Gautner. Wir müssen irgendwie Fifi noch Skills geben, damit er seine Strategiepunkte ausgeben kann. Da kommt ja noch so ein Nackter. Irgendwo FKK treffen. Muss ein Nest sein. Die haben halt den Fehler gemacht und sind jetzt auf die falsche Truppe draufgesprungen. Ich überlasse das hier Fifi, das kriegt ihr alleine hin. Komm mal her, du komischer Wutz. Au. Ich mache jetzt mal Gestank des Todes. Das kommt bestimmt gut an. Ja, da heißt Dampf. Dampfheidelore. Das ist Dampfheidelore. Was? Deine Eltern müssen dich schon vor deiner Geburt gehasst haben. Auweia. Guck dir das mal an. Wir haben jetzt jede Runde mehr Schaden gemacht. Das ist mega geil. Das ist
Ich weiß gar nicht warum, wir haben 77. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich rede Blödsinn. Den Merp ignorieren. Er weiß nicht, was er redet. Er hat Vermutungen. Er glaubt, er macht mehr Schaden mit der Zeit. Was macht denn der Typ da oben? In die Überfallhaltung gehen. Da oben bist du sehr, sehr bedrohlich für mich. Auf jeden Fall. Der kommt jetzt hier angejuckelt. A new round has started. Jetzt nicht so toll für ihn hier. Ich interessiere mich aber gar nicht für den Typen. Die sind so aggro, die wollen immer nur kämpfen. Ich bin hier, um Moorstein zu sammeln. Das ist eine friedliche Sammeltätigkeit. Und diese möchte ich auch gerne durchführen. Ach, da ist der Moorstein. Ah. Aha. Ah. 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 Ach komm, scheiß drauf. Ich gehe in die Ausweichhaltung. Ich weiß gerade nicht, wohin mit ihm. Ich will ihn jetzt auch nicht alleine lassen, falls... Tschüss. Nein. Ich sag jetzt mal Draufgänger. Nee, nicht Draufgänger an. Doch, Draufgänger an. Und dann hier Überfallhaltung. Ich mach mit dem Zombie einen Hinterhalt. Position ausnutzen. Was für eine Position nutzt du denn aus, dass du umzingelt bist? You can attack in any direction, oder was? Schwer dadurch. Oh, wir parieren. Das ist doof für dich. Aber wir hatten keinen Aktionspunkt mehr, um wieder zurückzuschlagen. Das ist dieser blöde Hexenjäger, ey. Wobei der nur zweimal angegriffen hat. Das ist weniger, als ich erwartet hatte. Beute suchen. Ein Splitterli. Yeah. Wo ist dieser scheiß Wagen? Das ist doch eine unserer Aufgabe hier gerade eben. Vampiri. Oh Gott, Vampiri, du hast eventuell... Da wird gekämpft? Da oben ist das Wägelchen. Ach du Scheiße. Na komm, Vampiri. Starte durch. Hol dir... Was auch immer das war. Einen komischen Sabber. Hol dir einen komischen Sabber. Was auch immer dir das bringt. Ist vielleicht eine Schönheitskur oder so. So eine Maske. Wir verstehen uns schon. Er hat Fifi gehauen. Das darf der gar nicht. Komm, Fifi, zeig ihm, wo der Hammer hängt. Genau da nämlich. So, 77 Schaden. Ich habe schon mal die 77 vorhin gesehen. Au, das muss doch wehtun. Dach auch. Er weicht aus. Wie frech. Und er macht einen Gegenangriff, verfehlt aber. Buff, was? Nur 31 Schaden? Okay, der trägt aber auch eine gute Rüstung, wie das aussieht. Wo ist deren Ogre eigentlich? Der Vlad wird schon wieder gehauen. Au. Dabei haben wir schon wahnsinnig viel für ihn getan, damit er Lebenspunkte und so hat, ne? Man hat nicht das Gefühl, dass es viel bringt. Zwei Moorsteine gesammelt, fällt mir gerade so spontan auf. So, ich möchte gerne mich um diesen Typen hier kümmern. Ja, das ist ja schön. Ach, nochmal ein Crit. Das tut mir aber leid. Ja, das schafft Fifi jetzt ansonsten alleine. Nehme ich mal an. Zwei Crits in Folge. Das ist immer geil, oh. Mir darstellt, ich sehe Sterne. Nein, das ist ein Kringel. Nein, das sind Sterne. Ich weiß nicht, was ich sehe. A new round has started. Ich gehe jetzt einfach hier mit ihr mit. Es sei denn, ich hole mir einen verwirrenden Schleier. So. Ich möchte jetzt tatsächlich diesen Scheiß schaffen. Und du wirst mitkommen. Egal, wie langsam du bist, Hinkebein. Zweifels verlassen wir dich zurück für den Toker. Er widerspricht ja nicht.
Ja, er schafft seine Entsetzensprobe, aber er wird nicht viel machen können nach zwei Verwundungen. Ja, er kann immerhin zweimal angreifen. Also mehr würde mich jetzt wundern. Ja, genau. Wollte ich nämlich gerade sagen, weil der hat nämlich ganz schnell drauf gekriegt. So, was, wie, wo wäre? Vor uns gibt's Loot da oben. Da gibt's auch Loot. Ah! Guck mal, wen ich gefunden hab. Gut, wir sind 3 gegen 1. Steht der schon wieder an seinem komischen Scheißhaus? Ist der bald dran? Natürlich ist der bald dran. Der ist sogar sehr bald dran. Vampiri, guck doch mal da hoch. Da gibt's ganz tollen Loot. Hat sie eigentlich eine andere Waffe? Ich glaube, sie hat eine andere Waffe, ne? Gegengift, scheiße, ey. Ich möchte meine Vampiri nicht schon wieder verlieren. Waffe wechseln. Waffen wechseln macht Spaß. Vor allem, wenn man dann auf so einen Typen hier ballern kann. Hätte mich gewundert. Versuch's nochmal. Ja, 57, das war immerhin deutlich näher dran. So, komm, noch mehr XP. Boah, der weicht aus, der Dietmar von Mirelason. Er überlebt den Todesstoß. Bums, Valera. Ja, tschüss, Chef. Ich kann dir nicht helfen. Toll. Wo will ich jetzt hin? Da drüben hin. Denn dort drüben dampft die Kacke. Mit dem Big Badass of Doom. Ja, den muss er jetzt ja wohl selber töten, leider. Du weißt es nur noch nicht, aber du bist tot, mein Freund. Gut, liebe Leute, das war's für diese Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.